Hallo liebe Naturfreunde, willkommen auf diesem Kanal, willkommen bei Bernies Naturfilm. Da konnte ich doch in den letzten Tagen dieses besondere Verhalten des Rotwildes zum ersten Mal festhalten. Der Rothirsch sucht sich seine Brunftkuhle. Er schart sie frei, legt sich rein und fängt an, diese Brunftkuhle zu markieren. Und dann fängt er an, sich darin zu wälzen. Durch das Wälzen kann er diese Brunftkuhle noch besser markieren. Und natürlich nimmt er auch noch ein Sandbad. Wenn er jetzt mit dem Geweih noch weiter in der Brunftkuhle arbeitet, dann geht es vor allen Dingen wohl darum, dass Sekrete, die aus Drüsen am Kopf kommen, noch mehr diese Stelle markieren. Wie man gesehen hat, setzt er Urin ab. Auch damit markiert er seine Brunftkuhle. Dann zieht es sich schon wieder ein Stück weiter. Und er legt sich in die nächste Brunftkuhle. So markiert der Rothirsch sein Revier am Brunftplatz. Er ist natürlich nicht alleine, denn eine ganze Reihe von Schmal- und Alttieren beobachtet ihn dabei. Tagsüber in der Brunft liegen die Hirsche ja sehr oft in diesen Brunftkuhlen. Jetzt habt ihr gesehen, wie sie entstehen. Und auch diese Brunftkuhle markiert er wieder durch Wälzen. Und durch die Abgabe des Sekrets am Kopf. Wenn euch meine Aufnahmen gefallen haben, freue ich mich sehr über ein Like oder auch einen freundlichen Kommentar. Bis demnächst bei Bernies Naturfilmen.